Mit Pages lassen sich zwar hübsche Dateien gestalten, aber im Vergleich zur Computerversion ist die iPad-App natürlich ein bisschen beschränkt. Ich habe hier die Pages-Datei heruntergeladen und ich öffne sie nun in Pages und hier habe ich sie. Weil du auf der iPad-App nicht automatisch ein Inhaltsverzeichnis erstellen kannst und auch die sogenannten Formatvorlagen nicht selber anpassen kannst, machten wir hier eine Vorlage für die Schlussarbeit und da ist, wenn du nach unten scrollst, schon das Inhaltsverzeichnis vorhanden und es sind auch alle Stile schon vorgefertigt. Du siehst, das hier ist jetzt eine Überschrift, man sieht es hier, dann der Untertitel, wenn ich da wieder in die Formatierung gehe, das ist jetzt Überschrift 2. Es gäbe hier sogar noch Überschrift 3. Es ist also wichtig, dass du jetzt ganz konsequent mit diesen Formatvorlagen arbeitest und deine Datei strukturierst. Nur so wird das Inhaltsverzeichnis automatisch angepasst. Nehmen wir an, wir haben hier noch 1.4. Dann schreibe ich das und da würde natürlich ein richtiger Untertitel stehen. Da geht es nun weiter und diese Zeile soll nun eben eine Überschrift 2 sein. Wenn wir jetzt wieder ins Inhaltsverzeichnis gehen, so siehst du, wurde dieser Untertitel bereits aktualisiert, wird also automatisch immer übernommen. Eine zweite Problematik sind die Zitate. Hier hat es bereits eines. Ich verwende hier nun Klammern. Nehmen wir an, hier sei die zweite, dann schreibe ich einfach in Klammer zweitens. Und die Quellenangaben, die machst du dann ganz am Schluss. Hier haben wir es schon vorbereitet. Da kannst du den Link rein kopieren oder eben einfach den Titel des Buches wie vorgegeben an. Dann zu den Bildern sage ich nicht mehr viel. Über das Plus kannst du ein neues Bild auswählen, dieses in der Größe anpassen. Du siehst, es macht automatisch Platz. Das könntest du, wie auch schon erwähnt, auch noch ändern, da über diese Textumflusseinstellungen. Du hast hier noch Möglichkeiten, den Stil anzupassen und das Bild im Ausschnitt noch zu verändern. Eine Bildunterschrift machst du ebenfalls über das Plus, diesmal jetzt aber bei den Grafiken. Hier das erste ist ein Textfeld und dieses Textfeld kannst du selbstverständlich dann auch verschieben. Wenn du hintereinander mit beiden Fingern auf die beiden Elemente tippst, so kannst du diese beiden Elemente auswählen und auch gruppieren und jetzt werden sie gemeinsam verschoben. Als letztes noch die Fußzeile. Die ist jetzt nur vorbereitet. Hier käme natürlich dein Name, der Titel deiner Arbeit rein. Die Seitennummer wird dann automatisch aktualisiert. Das machst du über diese drei Punkte. Dokumentenkonfiguration. Und hier kannst du reintippen und deinen Namen bzw. den Titel der Arbeit eingeben. Mit OK siehst du, ist das jetzt schon übernommen. Ja, und damit denke ich, haben wir die wichtigsten Hinweise zum Bearbeiten dieser Vorlage erwähnt. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Schlussarbeit.